Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Pedro hat Husten. Heute ist Musikstunde in der Spielgruppe von Madame Gazelle. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Entschuldigung, Madame Gazelle. Oje, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Hallo, Doktor. Ihr spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik. Ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich hab ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ich weiß nicht genau, aber wenn ich huste, klingt es so. Und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes, aber Petros Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Pedros Husten ist ansteckend. Klausi Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Bäh. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Bist du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Peppa, ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt Ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh, oh, oh. Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petros Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Oh, es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oje, Dr. Braunbär hat sich mit Pedros Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo! Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Bäh. Das schmeckt ja wie Marmeladen-Teppich-Pudding-Joghurt-Socken. Jetzt singen wir noch was, dann geht's Ihnen bald besser. Oh! Meiner Puppe koch ich Suppe, sie ist krank, krank, krank. Darum kommt schnell der Doktor angerannt, rannt, rannt. Der Doktor kommt mit Medizin und tut ganz bestimmt wird jetzt alles wieder gut.